Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind im Mondberg und haben hier ganz viele leuchtende Kleinsteins, die hier umher wandern. Und ich würde sagen, die leuchten blau, da weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Sonst haben wir immer die rotleuchtenden gehabt. Mal gucken, was die blauleuchtenden sind. Ein winziges Kleinstein, ja, süß. Ziel auf die Mitte, ja, wow. Danke, dass du mir das erklärst, Spiel. Je kleiner der Ring, wenn du seine Wege triffst, desto besser wird der Wurf bewertet. Das war mir bewusst, durchaus. Na dann, hui. Einfach fabelhaft. Easy. Ja, fängt schon mal gut an. Ja, wir sind im Mondberg. Haben eine Route mit zwei Trainer-Coaches hinter uns. Und ja, jetzt macht Team Rocket hier im Mondberg ein bisschen Stress. Haben wir letzte Folge noch gesehen. Und ja, die wollen wir natürlich aufhalten. Oh, Säure will jemand lernen. Wahrscheinlich nur Jiko. Ja, das kannst du natürlich gerne machen. Und zwar, wer braucht den scheiß Wickel? So, wie stark war Säure eigentlich? 40? Und speziell, glaube ich, ne? Wir müssen doch mal gucken, wie unsere Pokémon so drauf sind. Physisch oder speziell. Dirty Dan versucht, Hornattacke zu erlernen. Hast du dich schon in den Kopf, die Kopfnuss? Nee, hast du nicht. Ja, aber eigentlich brauchst du das nicht. Also, Schnabel hat, ist halt schwach. Das ist 35, glaube ich. Und Hornattacke ist 65. Ja. Ja, wenn, dann könnte man schon eher Kopfnuss lernen, ne? Ja. Nee, komm, lass mal. Nein, bitte nicht. Hat nicht erlernt. Kaidos erreicht Level 13. Rattata erreicht Level 5. Und Level 6. Wunderbar. Und Kabuto auch. Unser nächster Arenaleiter wäre dann Misty. Mit einem Level von 19. Da müssen wir uns drauf achten. Also, wie gesagt, es ist keine Regel, aber ich will mich schon gerne daran halten. Er setzt sich gerne in der Nähe von Gebirgspfaden auf. Tritt man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Ja. Wunderbar. Wir werden dem mal keinen Spitznamen geben. Weil es wollte, glaube ich, auch niemand ein Gesteins-Pokémon sein. Hier sind ganz viele Zubats, ey. Da werden wir ganz sicher noch in eins reinrennen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt eins fangen. Ein Trank. Wunderbar. So. Ba, 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 ba. Und der will kämpfen. Natürlich, dann lass mal kämpfen. In der Höhle treiben sich echt komische Leute herum. Gehörst du etwa auch zu denen? Zu denen? Wer weiß. Käfersammler Benjamin. Oder Benjamin. Mit einem Smetbo. Oh. Das ist das erste Smetbo, gegen das wir kämpfen, glaube ich. Los, Tanama! Nehmen wir noch Tanama vorne. Wollte ich nicht mal wen anders nach vorne machen? Ich weiß nicht, aber Tanama... Oh, Tanama geht's nicht so gut. Aber Smetbo lernt Konfusion erst auf Level 10. Von daher müssen wir uns da eigentlich keine Gedanken machen. Das kann nur Tackle. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was wird stärker sein? Eigentlich, der Schnabel, ne? Ja, der Schnabel dürfte mit am stärksten sein. Ja, zusammen mit der Kopfnuss. Das ist sehr fit. Es kann Konfusion! Ho! Wieso? Wieso kannst du das? Du kannst es erst auf Level 10, oder nicht? Wenn du dich von Safcon zu Smetbo entwickelst, dann lernst du doch Konfusion. Scheiße. Puh, Das war tatsächlich unerwartet. Ich bin wirklich ohne Scheiß fest davon ausgegangen, Smetbo lernt doch eigentlich erst Konfusion auf Level 10. Das kennen wir doch alle. Safcon entwickelt sich auf Level 10 zu Smetbo und lernt dann gleich Konfusion. Warum zum Hallo? Bitte lauf nicht in mich rein.
Na gut, da fahren wir eben noch in Zubat. Ja. Hui. Oh. Ja, Zubat ist echt nervig, ne? Hui. Komm. Achso, ich muss noch zielen. Hui. Ihr habt nicht danach links gezielt. Hui. Hui. Na, endlich. Boah, ich hasse Zubat, ey. Gut, dass die schwer zu fangen sind, denn die will ich sowieso nie fangen. So. Das hat natürlich auch niemand Interesse gehabt in einem Zubat, deshalb kommt das natürlich auch nicht ins Ziel. Zubat stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. Mehr Text hat das Vieh auch gar nicht verdient. So, 5 Superbälle. Klingt doch schon mal annehmbar. Und ich muss dringend mal das Pokémon austauschen. Team. Tanama, du kannst mal gegen Nojiko ausgetauscht werden. So. Die läuft uns ja auch schon hinterher. Wunderbärchen. Dann haben wir noch eine weitere Göre. Und da links sehe ich doch schon wen. Was willst du? Ich warte hier auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Ich kann auch dein neuer Freund sein. Bitte. Nein. Iris. Mit einem Knopf. Ja, wow. Knopfenser-Battle. Aber wir haben Säure. Oh. Was jetzt nicht unbedingt stark ist, aber zumindest stärker als der Rankenhieb. Und deswegen. Wobei, ja, ihr könnt ja einfach kopflos machen. Der ist natürlich stärker. Batz! Und ist zurückgeschreckt. Wunderbar. Und es gab immer noch keinen Trainer, bis auf den Arenaleiter, der mehr als ein Pokémon hatte. Das ist ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So langsam könnten die Trainer auch ein bisschen. Ja, ich habe bestimmt mehr als ein Pokéball dabei. Die geben ja schon sogar schon 3. Warum benutzen die die nicht? Ihr Waschlappen. Oh, habe ich euch aufgeteilt? Du bist schneller, als du aussiehst. Ja, ich habe eigentlich meine Zeit gebraucht hier. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, hier kann man noch runter. Da geht's noch nicht weiter. Ich glaube, hier ist noch eine Sackgasse. Meinte ich. Bin mir aber nicht sicher gerade. Oder? Nee, hier könnte es sogar weitergehen. Oh, ein Pipi! Ein Pipi! Pipi! Ein wildes Pipi erscheint. Ja, das werden wir doch mal kurz fangen hier. Hui! Und dafür gab es auch nämlich schon einen Spitznamen. Ey, bleibst du wohl hier? Diesmal bitte gerade. Das wäre wohl einfach fabelhaft. Einfach zauberhaft war das. Dann bleibst du ja bestimmt drin. Nein? Junge, das war ein fabelhafter Wurf. Please, bleib drin. Ich hab nicht nach links gezielt. Hä? Ich check's nicht. Holy. Wieso? Hä? Okay, irgendwie, also, das mit der Richtung stimmt noch nicht so ganz. Ich habe vorhin nach rechts gezielt und er hat trotzdem nach links geschossen. Das war ein bisschen strange. Ja gut. 64 Erfahrungspunkte. Passt. So, Pipi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt, aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Genau wie der Junge, der den Spitznamen kriegt. Ist auch ein sehr seltenes Exemplar und es lieben ihn alle. Denn das ist natürlich. Warte, hier, Pokémon-Box. Das ist natürlich. Name ändern. Der liebe, gute
Blocky, der eine kleine, süße, dicke Fee sein wollte. Na gut, das mit dem klein und dick habe ich dazu gedichtet, aber das wollte er ganz bestimmt. Blocky. Diesmal kein Kleinstein, ausnahmsweise. Ich hätte es fast getan, aber der Junge kann ja nicht immer ein dummer Stein sein. Von daher ist jetzt ein weibliches Pipi, das passt perfekt. Besser geht nicht. So, wenn wir vorher das auch nicht sehen. Da ist noch ein Pass! Alter! Das Ding würde ich mir aber überlegen, ins Team zu nehmen. Das wäre schon. Aber wir haben halt schon Pflanzen-Pokémon. Naja. Erstmal fangen. Vielleicht will das ja gar nicht gefangen werden. Huch, das war ja ein Waschlappenwurf. Hui. Und jetzt wirft das wieder nach links. Moment. Hängt es damit zusammen? Jetzt muss ich mir was ausprobieren. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich gerade gefragt, ob es damit zusammenhängt, wie ich meinen Controller neige, anstatt wie ich ihn werfe. Aber ich glaube nicht. So, Paras wird aber mal einen Spitznamen kriegen, denke ich mal. Weil da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. So, Dirty Dan, ja, bla bla bla. Es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln Nährstoffe zu entziehen. Den Großteil davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinem Rücken. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal gucken. Oder ich kann es auch erst dann benennen, wenn ich es ins Team nehme. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber ich hätte halt schon hart Bock auf ein Paras. Ist ein Männchen. Hätten wir denn einen Spitznamen für ein männliches Paras? Nicht so wirklich. Da müsste ich die alte Liste von letztes Mal nehmen. Von daher warte ich nochmal mit dem Benamsen. Bis wir es ins Team nehmen und dann werden wir es benamsen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Bin ich jetzt gerade wieder zurückgelaufen? Ja, ne? Wow. Wow. Wowie. Okay. Also, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es hier weitergeht. Aber ich meinte, es ging doch erst weiter vorne weiter, oder? Nee. Ja, doch, doch. Hier geht's nicht weiter. Sondern hier ist nur Item. Und der Typ da. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und jagen jedem Angst ein. Außer mir. Huch. Du hast ein fettes Intro, Junge. Du bist special. Rüpel von Team Rocket. Mit einem Radfratz. Radfratz. Los, Logico. Er hat auch nur ein Pokémon. Auf Level 9. Das klatschen wir weg. Würde ich sagen. Putz. Mit dem Ranknieb. Das hat schnellen Schaden gemacht. Aber der Wutzukeep macht auch nicht schlecht Schaden, muss man sagen. Aber natürlich nicht vergleichbar mit unserer Nojiko. So. Da haben wir besiegt. Ich hab's vermasselt. Das hast du. Ah, meine Nase läuft wieder. Oh ja. Das ist noch ein Pipi. Brauchen wir nicht, aber hier ist ein Item. Ein Sonderbomber. Wunderbärchen. Da ist noch ein Paras. Haben wir allerdings schon. Es gibt noch ein Pokémon, das ich fangen wollen würde. Das gibt's hier bestimmt auch. Warum rede ich eigentlich nochmal mit dir? Was ist in mich gefahren? Das Pokémon gibt's hier ganz bestimmt. Aber ich hab's noch nicht gesehen. Und das würde ich sofort ins Team nehmen wollen. Pipi! Hallo! Du bist es nicht. Es ist auch kein Kleinstein. Da ist es! Ein dickes, fettes Onix! Das wollen wir doch direkt mal snacken. Und ich würde sagen, wir benutzen als Premiere mal eine Himbeere. Er hat einen orangen Kreis hier. Das ist nicht so geil. Die Farbe ändert sich nicht. Ist das trotzdem jetzt besser fangbar? Ich hoffe mal. So, hui! Oh, Kreis. Okay, es ist
Es wurde safe am Anfang des Spiels mega einfach gemacht, das Fangen, dass es automatisch immer in die Mitte kommt. Und jetzt nicht mehr. Jetzt muss man wirklich zielen und die Schwungkraft abpassen und was auch immer. Aber es ist gut, gefällt mir. So. Ganz viele Erfahrungspunkte. Kaidos, reicht auch Level 14. Und Sandwirbel, mir aus. Ich glaube, du hast eh viele nutzlose Attacken, oder? Wobei, nee. Lass mal, den Routenschlag finde ich cooler. Nein. Please not. Zu Rettern, Säure, ja, wow. Du bist eh nur das Level-Opfer. Du bist nur dabei, um zu leveln. So, für Onyx wurde ein Eintrag angelegt. Es gräbt auf seiner Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit. Lange Tunnel, in denen sich später Dickte einlisten. Okay. Ein weibliches Onyx. Okay. Dann, werden wir das mal ins Team holen. Denn darauf habe ich auch Bock. Pokémon Box. So, ein weibliches Onyx. Haben wir denn dafür einen passenden Spitznamen? Erstmal dem Team hinzufügen. Statt... Ach komm, das Carbador braucht eh viel zu lange, um zu leveln. Nehmen wir mal statt das. Und zwar Name ändern. Wen können wir nach dir benennen? Wir könnten... Okay, die einzige, die noch keinen speziellen Wunsch geäußert hat, wäre Siska. Es gäbe noch die gute Zuckerkeksi. Aber die wollte ein süßes Pokémon sein. Und ich glaube nicht, dass Onyx dermaßen süß ist, aber wir nennen... Warum wollte ich jetzt gerade Onyx nennen? Siska heißt nicht Onyx, sondern Siska heißt Siska. So, dann bist du jetzt ein geiles Onyx. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht übersehen, dass du auch ein süßes Pokémon sein wolltest. Aber Siska ist auf jeden Fall cool. Ich meine, Onyx ist... Siska ist natürlich auch cool, aber Onyx ist cool. Ja, deshalb ist das hoffentlich in Ordnung. Und dann werden wir auch direkt mal... ich muss aus der Box, glaube ich, raus, oder? So... Werden wir mal Siska nach vorne packen. Und aus dem Pokéball holen. Zack. Ja. Okay, reite ich jetzt auf dem Ding? Ja, guckt euch das an! Wie episch! Oh, Leute. Wie episch ist das denn? Ich reite auf Siska. Das kann... Moment, das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Ach, und das verschwindet plötzlich, okay. Ein sprühloser Schutz. Wunderbar. So, haben wir hier sonst noch was? Ja, da ist noch ein Item. Einen Äther. Ja, Wunderbärchen. Und da haben wir noch einen Trainer. Hallo. Ah. Wie findest du mein Onyx? Um Akatoria City zu kommen, wirst du es durch diese Höhle schaffen. Das ist mir bewusst. Und Siska will jetzt ordentlich Stress machen. Es ist zwar erst Level 6, aber die haben doch eh alle nichts drauf. Mankey, oh Gott, das ist vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich. Warum hast du jetzt plötzlich einen Mankey? Warum habt ihr plötzlich coole Pokémon? Na, wobei, wir haben schon eine ordentliche Verteidigung, würde ich sagen, oder? Ich will mal gucken, was wir für Attacken haben. Wir haben schon Steinwurf, Alter. Tarnstein, okay. Wenn wir eh nicht brauchen, weil die Leute haben eh immer nur ein Pokémon. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Siska. So, deine Verteidigung wird sogar noch verstärkt. Holy shit. Und dein Angriff wird gesenkt. Oh, das ist mies. Ich wollte gerade sagen, Verteidigung stärken ist mega geil bei Onyx. Aber wenn der Angriff gesenkt wird, ist nicht so unbedingt prickelnd. Aber na gut. Dann möchte ich nochmal kurz gucken. Attackeninfos. Klammergriff, war das eine Rundenattacke? Ja, das war eine Rundenattacke. Über 4 bis 5 Runden, ja. Okay. Ich probiere es mal mit Siska. Wir dürfen garantiert kein One-Shot werden. Auch mit einem Karateschlag. Glaube ich nicht. Und dann machen wir mal einen Klammergriff. Energiefokus. Okay.
Ja, ist zumindest besser als zweimal Karate-Schlag einsetzen. Weil Volltreffer sind ja nur noch 1,5. So, das macht natürlich nicht viel Schaden. Aber er kriegt jetzt dauernd Schaden. Hätte natürlich noch Kopfnuss beibringen können, aber zu spät. Zu spät. Dann ja, müssen wir fast mit Steinwurf agieren. Das ist zwar nicht sehr effektiv, aber... Ja, Kratzer. Wow. Volltreffer. Mal gucken, ob das ein bisschen Schaden macht wenigstens. Es macht mehr als ein Klammer, glaube ich. So. Ja, Siska kriegt das hin. Langsam, aber sicher. Muss ich auch erstmal einfinden in die Kämpfe. Erstmal daran gewöhnen, alles cool. So. Aber das Menki hat scheinbar auch keine Chance. So. Aber das meine ich, man muss halt schon fast die ganze Zeit neue Pokémon fangen, so wie das Onix jetzt, damit man schwierigere Kämpfe hat. Ich meine, das Menki wäre sonst... Das Menki ist Level 8 und es hat nur Kratzer. Wem soll das gefährlich werden? Zu diesem Zeitpunkt. Aber naja, ihr kennt ja diese Meinung. Das war der größte Kritikpunkt. War natürlich von Anfang an klar, aber man merkt schon ziemlich arg. Man merkt es schon. Ihr habt verloren. Das hast du. Ein kleiner. So, wie steht's denn mit der Zeit eigentlich? Okay. Wow, wir sind schon länger hier drin als gedacht. Obwohl wir noch kein Stückchen weitergekommen sind. Gefühlt. Warte, erstmal noch die Kopfnuss beibringen. Das könnte ganz gut werden. TM-Box, Kopfnuss, einsetzen, Bams. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch die Klammer vergessen. Also den Klammergriff. Da setze ich lieber die Kopfnuss ein. So. Bababam. Wunderbärchen. Hi. Du hast bestimmt ein Pflanzen-Pokémon. Wow, diese Höhle ist unerwartet groß. Oder habt ihr das bestimmt ein Pflanzen-Pokémon jetzt? Miriam. Nein, Pipi hast du. Das ist okay. Pipi kann nichts gegen Siska machen. Und deshalb werden wir da erstmal einen schönen Steinwurf draufzimmern. Immer schön Steine auf das Pipi werfen. Butz. Ja, macht noch nicht so viel Schaden, aber Pipi natürlich auch nicht. Volltreffer. Wow. Also man sieht schon, die Verteidigung von Siska, die ist schon ganz in Ordnung. Aber halt leider nur die physische Verteidigung. Das heißt, bei Misty wird uns das Ganze nichts bringen. Das ist klar. Ich finde es auch ein bisschen schade, man kann keine einzelnen Pokémon aufleveln. Meine Siska ist jetzt Level 6 und ich möchte gerne Siska auf Teamniveau bringen, aber das funktioniert leider nicht. Weil dafür müsste ich mit Siska gegen unendlich viele Trainer kämpfen. Die geben kaum Erfahrungspunkte. Und wenn ich Pokémon fange, dann leveln die ja alle gleich mit auf. Aber doch, es würde gehen, wenn ich alle anderen Pokémon aus dem Team rausnehme. Ja, das würde gehen. So könnte man es machen, tatsächlich. So, Steinwurf ist bald leer. Ich will mal kurz Kopfnuss einsetzen. Das dürfte nicht viel weniger machen. Das ist nur 5 Punkte schwächer. So. Putz. Das macht echt nicht viel. Hat es vorhin gerade irgendwie was Stärkendes eingesetzt? Hat es Kosmikkraft eingesetzt? Kann es das schon? Ja, aber Kopfnuss könnte ja auch zurückschrecken. Das ist vielleicht besser. Ah, ne, Heuler macht es. Okay, ja. Der Angriff ist eh schon niedrig. Durch das Wesen. Aber wir kriegen das hin. Oh. Hätten wir doch nur die Klammer behalten. Oh, Mann. Ja, egal. Siska kriegt das hin. Mach es einen dicken, fetten Volltreffer. Ja. Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Gut gemacht, Siska. So, Göre Miriam wurde besiegt. Und nein, ich hab verloren. So. Ich würde gerne ganz kurz ein paar Tränkchen einsetzen. Ich möchte auch gar nicht so viele Tränke im Kampf einsetzen, sondern eher außerhalb. Ich denke, das ist dann spannender.
Sagen wir, wir können ja auch so eine inoffizielle Regel machen, dass ich nur einen Trank im Kampf einsetzen darf. Ich glaube, es wäre okay. So, das reicht erstmal. Alter, wir sind so riesig. Oh, hi. Na, wie gefällt dir mein Onyx? Hilf, ein Onyx! Hör auf uns zu folgen. War nicht die Treppe, die weitergeht? Oder war dort vorne noch eine Treppe? Dort vorne ist noch die andere Treppe, die in der Ecke, glaube ich, oder? Sonst wäre er wohl nicht... Hallo, Kleinschein, sonst wäre er wohl nicht in die Richtung gerannt. Das heißt, wir gehen erstmal runter. Hilfe! So, ja, da ist noch ein Item. Alter, wie ich mich selber erschrecke vom Onyx. Ein Nugget. So. Wunderbar. Moment, da ist doch bestimmt auch noch ein... Was war da früher immer drin? Ein Ether, glaube ich, oder? Oder ein AP+. Nee, diesmal ist hier gar nichts drin. Okay, es gibt also keine versteckten Items in den Dingern. Ein winziges Zubat. Wollte ich gerade sagen, könnten wir mal fisten mit Siska, aber geht ja nicht. Daher flüchten wir einfach mal. Könnt ihr bitte ein bisschen weniger Pokémon rumgammeln? Ein riesiges Kleinstein. Achso, ich kann einfach B drücken und dann ist automatisch Flucht. Krass. So. Haben wir das Item geholt? Ich glaube, oder? Ey, hoffe mal. Hi. Möchtest du gegen meine Siska kämpfen? Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Auf jeden Fall, aber ich habe schon alles gefunden, was ich finden wollte. So, ein Knirps Luan. Mit einem Sandan. Das ist natürlich auch cool. Ob es hier auch Sandans gibt? Vielleicht als seltenes Pokémon oder war Onyx das seltene Pokémon? Fragen über Fragen. Aber da wird Onyx natürlich nicht viel machen können. Weil Sandan hat auch eine ganz gute Verteidigung. Meinte ich. Deswegen werden wir da einfach mal Nojiko reinschicken. So, und ich wollte ja immer noch gucken, wie unsere Pokémon alle ausgelegt sind. Da habe ich nämlich noch nie drauf geguckt, bis auf Siska jetzt. So, dann Rankenhieb. Das wird wahrscheinlich ein One-Hit sein. Nee, nicht ganz. Also die Verteidigung ist schon in Ordnung von Sandan. Das kann man so sagen. Und putz. Wunderbar. Siska erreicht Level 7. Das ist schön. Der Rest hält auch Erfahrungspunkte. Verlieren ist total uncool. Das stimmt. Deshalb bin ich auch kein Verlierer. So, also ich wollte gucken. Mein Team. Erstmal Tanama. Bericht. Details. Okay, du hast... Wow. Das ist ein angriffsenkendes Wesen. Das ist echt bad. Das ist echt... Das gleiche Wesen wie Onyx. Das ist so ziemlich das schlechteste Wesen, was du hättest haben können. Wobei ein Spezialangriff plus wäre noch schlechter gewesen. Das wäre das Einzige, was noch schlechter gewesen wäre. Oder das zweitschlechteste. Alter Falter. Okay. Ja, dich werden wir ja eh austauschen irgendwann. So, du hast auch Verteidigung plus Init minus. Das ist auch nicht geil. Nee. Sind alles mega Scheißwesen bisher. Initiative hätte ich schon gern gehabt bei Nidoking. Hier haben wir minus Spezialangriff. Das ist okay. Plus Spezialverteidigung. Das ist okay. Dann bist du ein physisches Evoli. Hier haben wir Spezialangriff minus. Das ist okay, ja, doch, durchaus. Bist du ein physisches Retter? Also, dich werden wir ja eh nicht benutzen. Warum überall Verteidigung oder Spezialverteidigung plus? Was ist damit? Okay, und Nojiko hat Initiative weg. Das ist okay, das ist eh nicht schnell. Spezialverteidigung plus. Alle haben nur Verteidigung oder Spezialverteidigung boostendes Wesen. Das ist strange. Aber grundsätzlich haben wir ziemliche Scheißwesen. Aber naja,
Ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil sonst wäre es noch einfacher. Bah! Was, ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt? Habe ich das oder hat Ziska dich erschreckt? Rufus, Mensch. Was macht denn der Rufus hier? Aus dem Daedalic-Universum. So, ein Kleinschränk gegen ein Ziska. Ist nicht besonders klug. Deshalb wechseln wir mal auf Dirty Dan. So, komm zurück. Bam, balam. Na, 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 na. So, da kommt ein Tegel. Immer noch kein Steinwurf. Strange. Aber na gut. Dann machen wir einen Doppelkick. Wird auch nicht so viel Schaden machen, glaube ich, ne? Ja, geht. Ist schon in Ordnung. Sandwirbel. Oh Gott. Oh Gott. Hör auf damit. Ich mag das nicht. Aber wir treffen. Wunderbar. So, ich würde ganz gerne mal kurz was trinken. Das fällt auch keinem auf. Hat keiner gehört. Habe ich jetzt auch nicht gesagt. Von daher habt ihr es auch nicht mitbekommen. So, er hat zwei Pokémon. Leute, er hat zwei Pokémon. Dass ich das noch erleben darf. Du bist der Erste, Junge. Du bist Rocco ebenbürtig. Und ich möchte wechseln, ja. Ich möchte nämlich wieder auf Ziska wechseln. Dann kriegt die nämlich mehr Erfahrung. Also die am Kampf teilnehmen, kriegen ja die volle Erfahrungspunkte und die anderen kriegen, glaube ich, nur ein bisschen. Zumindest denke ich, dass es so ist. So, auch wenn wir jetzt wieder rauswechseln, aber ich denke, das dürfte schon korrekt sein, so wie ich mir das vorstelle. Korrekt! Hätte jetzt auch auf Nojiko wechseln können, aber egal. Dann wäre es ein bisschen schnell gegangen. Oh, der Kannsteinwurf! Okay. Interesting. Warum hat denn der vorher das nicht eingesetzt? Auf jeden Fall erreicht das auch für einen Two-Hit. Beziehungsweise streng genommen einen Four-Hit. Wir ballern ja viermal darauf. So. Dann hätten wir den Wanderer auch. Die Premiere, Alter. Erst die Safcon-Tackle-Premiere, jetzt der Wanderer mit zwei Pokémon-Premiere. Alter. Das Spiel ist eine einzige Überraschung. So, Dirty Dan erreicht Level 14. Der Rest des Teams hält auch Erfahrungspunkte. Jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt. Du hast drei Pokébälle. Du hast einen geilen Bart, muss ich sagen. Mensch, Mensch. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch machen, oder? Ich weiß nicht. Wollte ich irgendwas machen? Ich werde auf jeden Fall das Item einsammeln. Eine Perle. Oh. Wollte der noch kämpfen? Ah, das ist noch ein Onix. Alt, Beutelkontrolle. Hast du ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Was je die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ach, verkaufst du Pokébälle? Ah, gibt's mehr, noch Tränen. Also Leute, die unterwegs Pokébälle verkaufen. Das ist natürlich cool. Das finde ich sweet. Jetzt ist die Frage, wollen wir das noch zu Ende machen? Ah, die Zeit ist eigentlich schon lange vorbei, ne? Mautz! Die Zeit ist schon lange vorbei. Nee, Leute. Wir werden... Alter, das ist super, das macht mir Angst. Hilfe! Nein! Wir werden den Part hier beenden. Und ballern dann Team Rocket wohl beim nächsten Mal weg, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass die Zeit vorbei ist. Und, ja. Dann würde ich sagen... Alter, geh weg! Mach dich vom Acker! Nein! Hilfe! Lass mich. Ich verstecke mich jetzt hier drin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschö. Alter, wie komme ich hier wieder weg? Hilfe.